Hallo Leute und herzlich willkommen zum 17. Snuggletruck-Part. Wozu warten, wenn man einfach jetzt direkt weiter mit dem Spaß weitermachen kann? Habe ich mich gefragt und deshalb geht es ja auch direkt weiter. Besser gesagt, ich wollte mich... ich weiß nicht. Ist es wirklich das der Grund oder... Weil ich das unbedingt hinter mir haben will, nicht das nächste Mal, oder besser gesagt, dass ich nicht weiß, ups. Scheiße. Wir müssen leider aussteigen, wir sind sonst zu schwer. Oder ob ich das deswegen mache, ja, wie gesagt, weil ich sonst, bevor ich den nächsten Part aufnehme, oder was ich mir vornehme, den nächsten Part aufzunehmen, weil ich dann genau weiß, ja toll, jetzt kommt der Level. Ich glaube, das ist es eher. Und das geht mir sowas von am Sack. Ich hätte besser programmiert sein können. Ist nicht so, das ist ein neues Minigame. Ja, schon nochmal schon. Old GV Labs kenne ich von sonst keinem Spiel, ehrlich gesagt. Sorry, falls die ein super cooles Spiel irgendwie rausgebracht haben und ich davon keine Ahnung habe. So, wenn der Fassi hier landet, dann kommt schon die Stelle hier. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, wie zum Teufel ich diesen Kack machen soll, diesen verfickten. Schon mal gut los, aber ich kann mich nicht zurückhalten bei dem Scheiß da. Das kann man nicht schaffen, egal was man macht, ganz ehrlich. Was dem anderen erzählen. Das mit dem Scheiß Einhorn, dass er so keinen Schwern haben will. Na, jetzt habe ich es schon mal gesagt, jetzt reicht's mal. Hätte ich Martin darauf kommen, hätte es geschafft! Alle neun zum ins Ziel bringen, ja sicher! Und du kannst meinen schwarzen Filzstift essen. Ja? Gedisst. Nennt man sowas. Und bitte her, Fassi, ich schaff's nicht ohne dich. Achmedaille, bitte, Achmedaille, bitte, bitte, Achmedaille, bitte, 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 nicht so plötzlich stecken bleiben, bitte, danke. Lalalalalalala. Nein. Ich heule jetzt wirklich, Leute, wirklich. Es gibt es, ich hab's geschafft eigentlich. Aber nein, so fickt der Teddy, verfickter Ohrscherz. Also nicht wirklich, aber ich versuche jetzt wirklich mich so anzuhören, als ob ich weinen würde, weil ich mich gerade so fühle. Ich muss gleich heulen, wirklich. Jo, verpiss dich, du verficktes Stück Scheiße, Alter. Jo, hau die aus da, ist eh wurscht. Wie soll man den einsammeln, verfickte Scheiße nochmal? Ach, Alter, ja klar, ach, im Arsch herrst. Scheiß Nord und nie wegfahren herrst, dann hätte man das scheiß Achenmedaille da gar nicht gehabt in dem Spiel, toll. Denken wir mal über weite Zeiten hinweg. Hätte mal ein bisschen vorausdacht, dann wäre mir das wohl eingefallen. Weil es ja so lustig ist, alle Kuscheltiere einfach mal so random aus dem Truck zu schleudern. Machen wir es einfach mal. Wo ist jetzt, wo es sich anstrengt? Ist doch wurscht. Das kann er nochmal machen. Aber dem wird das sicher gefallen, wenn alle Kuscheltiere auf einmal rausfliegen. Was war das? Ich habe nur ganz kurz nach hinten drückt. Nö, halt die Fresse. Langsam reißen. Musik habe ich mir jetzt schon abgefunden, aber die verfickten Geräusche gehen mir langsam am Arsch. Ist mal wurscht, jetzt habe ich es eh schon ein paar Mal gesagt. Ich kann einfach nicht die Pappen halten, oder? Gibt's doch aus denn aus? Mir ist das wurscht, ob ihr draußen seid oder nicht.
Nicht schon wieder. Machst du dir auch mit alle, Mann. Es ist wurscht. Es ist wurscht, wie langsam du bist. Hauptsache, die Depperten da fliegen nicht aus. Ist das jetzt schon mit der Rakete? Ich glaube schon. So. Okay. Das kannst du mir! Ich reiß mal gleich meinen scheiß Schwanz ab, verdammt nochmal! Das wird mich wenigstens von den Schmerzen von diesem scheiß Spiel ablenken. Nein, nicht Entschuldigung, ich meine das jetzt tot ernst. Nein, ups, das wollte ich nicht sagen, sage ich jetzt bestimmt auch nicht. Ich sag gleich gar nichts mehr. Ich werf das Spiel in die scheiß Mülltonne und dann leere ich den Papierkorb auch noch. Wenn man das Spiel gar nicht kaufen kann, so nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich werde diesen Level nie im Leben schaffen. Schaut euch das an, das ist so unrealistisch, dass ich das irgendwann mal schaffe. Mir fehlen die Worte, mir fehlen einfach die Worte, mir fehlen einfach diese scheiß Worte, dass ich das beschreiben kann. Diese Situation, die Situation ist nicht scheiße, die Situation ist, weiß ich nicht, ich kann es wirklich nicht beschreiben. Komm her da, wie fliegst du hier? Ja, bist du schon längst drin hier. Ja, den gefangen, wirklich? Das ist unglaublich. Du willst rausfliegen, du Scheißvieh, oder? Alter, wirklich? Ich reiße mir den Scheiß ab und steck ihn, weiß ich wohin, ins Klo und spüle ihn runter, verfickt nochmal. Jetzt reicht's mal ehrlich gesagt wirklich gleich. Das ist der scheiß letzte Part, den ich heute aufnehme. Egal, ob ich das jetzt schaffe oder nicht, weil mir reicht's jetzt. Ich könnte kommen in die Psychiatrie langsam, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Oder wenn ich noch weiter aufnehme, besser gesagt. Wieder mal ein Fall von Snuggle Truck. Das kennen die dort schon. Wirklich, das ist eine eigene Krankheit. Snuggle Truck. Nein, ich bin nicht verrückt. Also, das ist echt unan. Also wie kommt man darauf, dass ich, und das ist nichts. Aber ich das. Ja, schau, lustige Geräusche hört man da die ganze Zeit, ha? Da wird man überhaupt nicht verrückt. Schau, wie so lustig die Salto und so bunt, das ist ein Boden. So, hui, oh, keiner fliegt raus, oh, wie traurig. Ich höre diese Tiere so gern schreien, um Hilfe flehen. Nein, das ist ein Scheißgeräusch. Ich will, dass alle rausfliegen, ja. Ah, ja, da, ja, dieses Scheißpferd. Oh Gott, ja, da beobachtet uns jemand. Ist doch wurscht. Ich werde immer beobachtet. Nein, da, ich schaue ins Fenster raus und da steht jemand, der beobachtet mich beim Spielen. Der will mich schon mitnehmen, er hat schon das Telefon in der Hand, um die Behörden anzurufen. Aber egal, ich spiele jetzt Snuggle Truck. Den ganzen lieben langen Tag. Weil es ja nichts Spaßigeres gibt. Wow, das hat Spaß gemacht, oder? Ich habe abgebremst und alle Viecher sind rausgeflogen. Hätte ich genauso gut auch weiterfahren können und diese scheiß Bremsbeläge schonen. Weil jeder weiß, die kosten doch so viel. Das wird nicht billig und der Einbau erst. Nein, das ist echt, nein. Da wünscht man sich echt, man hätte Zauber
Elfen, die... Achso, was sage ich da? Die habe ich ja. Ich habe jetzt aber Elfen. Die finde jeden Wunsch. Aber sie sagen, im Regelbuch steht, dass man niemandem mit Snuggle Truck helfen darf. Weil es sich sonst da nicht auch stark genug aufregt. Au! Das macht Spaß, dieses Schreien zu hören. Hui, wir haben erst 10 Minuten an dieser einen Medaille gesessen. Echt? Wow, mir ist es echt schon erst eine Minute vorgekommen. Ich denke gerade, wir haben gerade erst angefangen. Oh nein, nicht schon wieder. Die sind schon wieder rausgeflogen. Aber das ist kein Problem für mich. Also, das ist doch kein Problem. Wenn es mir erst zu kurz vorkommt, dass ich das mache und nicht so schon, dass ich 10 Stunden da dran sitze, dann ist es ja ganz gut, dass ich das alles nochmal machen muss. So. Los, Fuzzy, den fangen wir. Ah, fangen wir sogar. Hui, toll. Und schon wieder sowas. Hui, und schon wieder. Schon wieder, schon wieder. Und schon wieder. Und schon wieder. Ups, wir sind ja schon wieder am Anfang. Ups. Ja. Nee. Jetzt fahren wir da so in den Baumstamm. So. So, wir haben noch alle Freunde mit uns im Truck. Wir machen eine Rundreise um die Welt mit unserem Truck. Und allen unseren Freunden. Oh nein, jetzt sind sie schon wieder rausgefallen. Und wir haben fast 12 Minuten gebraucht. Oh. 12 Minuten geht diese lustige Reise schon, wo wir immer wieder dasselbe machen. Aber was festigt die Freundschaft als mehr als, weiß nicht, 12 Minuten lang immer dasselbe zu machen? Yay, ja, es gibt nichts Besseres. Das ist toll, weil ich immer nicht weiß, welche scheiß Tasten ich da drücken muss, weil sowieso nie irgendwas passiert, aber das klappt zum Schluss. Aber ich weiß ja nicht, welche Tasten das immer waren, also das muss ich mal merken, aber ich merke nichts, außer dass die Viecher und alles so lustig sind in dem Spiel. Dass das Spiel keine Fehler hat oder irgendwas und alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, ich muss mich entscheiden, wen ich fangen will, den Hasen oder den Bären, aber das ist ganz schön schwer, weil die beide so lustig sind. Also so, springen. Oh nein, jetzt sind alle rausgefallen und reden alle durcheinander und das ist überhaupt nicht nervig. So, und jetzt springen wir so, ja, hui. So, jetzt den Baumstamm rauf, so. Und Sprung, hui, so, Fuzzy-Zeit, yeah, wow, wir haben ihn gefangen, Leute, ist das nicht toll? Ja, und schon wieder sowas, also das wechselt sich erstaunt ab, dass ich immer das vergesse, was vorher passiert ist, was ich dagegen gemacht habe, und das kommt, wenn ich dann das andere verhindere, kommt das, passiert sowas wieder, und dann versuche ich wieder das zu verhindern, dann passiert wieder das, was ich vorher eigentlich verhindert habe, aber jetzt nicht mehr, weil ich an das andere gedacht habe. Toll! So eine Abwechslungsreichtum bietet dieses Spiel. Wow, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ihr verdammte Scheiße nochmal. In verfickten Arschlöcher. Ihr scheiß Hurenkinder, wie soll ich das schaffen? Ganz ehrlich. Oh, jetzt ist es aber mit mir durchgegangen. Scheiße, das was... Dafür kann ich echt nichts. Ich bin einfach geistig zurückgeblieben. So, wir fangen den Fuzzy nicht und verlieren sogar den verschissenen Elefanten. Doch nicht. Wir haben ihn gesammelt. Wow, es sind nicht alle Tiere rausgeflogen, nur weil wir gebremst haben. Weil wenn wir schnell fahren würden, trotzdem alle rausfliegen würden. Es ist egal, ob wir schnell oder langsam sind. Die fliegen immer raus, egal was wir machen. Wow, wir haben einen Fuzzy und sogar 10 Dinger. Boah, Leute. Das war ganz schön anstrengend, so zu sprechen. Boah, dann hat die Musik auch wirklich gerade aufgehört und von neu angefangen. Obwohl es eigentlich eine unendliche Musik ist. Das kann sein, oder? So lange, wie ich das jetzt schon versuche. Okay, ohne Rakete.
Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal. Das ist... Ciao. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.